Und jetzt wieder Fanfare, ta-ta-ta-ta. Hier ist ein Exemplar. Nicht verzagen, Willi fragen. Herzlich willkommen zu einem Abend rund um die Kriminalserie und Familiensaga Löwengrube. Mit solche belegte Brote, schön appetitlich angerichtet, mit kleine Gürkli drauf, Radiesle und so weiter. Und etwas verschiedene Wurst- und Käsesorte kann man einen Polterabend durchaus festlich gestalten. Gell, Hochwürden, das finden Sie doch auch. Es muss doch nicht immer, weiß Gott, was sein. Chat, amerikanisch, da krieg ich derartige Ideen dabei. Unbandig, ja! Da plötzlich hat der Karl eine männliche Eingebung. Du! Fahr mal schnell noch einen Sprung raus in die neue Wohnung, Schatz. Ich habe einen Schlüssel dabei. Na, ich möchte doch die Mutti heute nicht so lange warten lassen, Karl. Am letzten Abend. Ein bisschen schmusen, hä? Gekalli, heute. Ich hab da noch einen Haufen zu tun mit dem Umzug. Ganz kurz. Hm? Bedenklich wird es erst, wenn sie untereinander heiraten und sind nicht eines Glaubens. Ja, aber wie soll man das den Kindern begreiflich machen, Hochwürden? Ist sie etwa protestantisch? Nicht einmal. Ich glaube eher jüdisch. Ich will nur, dass wir endlich beisammen sind, der Karl und ich. Und dass wir endlich Kinder haben. Ich bin doch nicht mehr so jung. Ja, geh zu, du bist doch noch... Die Tante Muschi hat ihren Eberhard mit 36 bekommen. Sie kennen es gar nicht, unser Schlafzimmer, gell, Herr Oberinspektor? Noch nicht das Vergnügen gehabt. Es ist jetzt leider im Moment noch alles so, dass man es nicht herzeigen kann. Aber wenn es soweit ist... Komme ich eigens einmal her. Mit Ihrer Gattin vielleicht? Noch besser. Auf ein Tessel-Tee? Ausgezeichnet.